Aber nachdem ich mit Sandro telefoniert habe, war mir eigentlich echt klar, dass ich nur hierher will. Ja, servus Flo, herzlich willkommen in Berlin. Bereits Anfang des Jahres war klar, dass du dich spätestens zu einer neuen Saison Hertha BSC anschließen wirst. Nun haben beide Seiten den Transfer vorgezogen. Nimm uns vielleicht mal mit, wie hast du die Entwicklung in den vergangenen Tagen wahrgenommen? Erstmal Servus, freut mich sehr, dass ich hier bin. Ja, es war jetzt auch keine leichte Zeit, auch im Trainingslager. Es ist nicht so einfach, wenn ich zum Verein wechsle, der auch Konkurrent ist, sagen wir mal, jetzt im hinteren Drittel ist, dann ist das nicht ganz so einfach gewesen. Irgendwann war es dann so, dass die Verantwortlichen vom FC Augsburg auf mich zukommen sind. Dann haben mich gefragt und dann haben wir ein längeres Gespräch gehabt. Und dann habe ich mich dazu entschlossen und habe gefragt, ob ich jetzt auch schon im Winter wechseln darf oder ob wir es vielleicht hinkriegen könnten. Und da waren wir uns einig, dass es vielleicht auch für alle Beteiligten das Beste ist. Und jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass ich hier sein kann und will so schnell wie möglich Gas geben, dass wir erfolgreich sind. Wie erleichtert bist du auch, dass es jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt der Wechsel vollzogen wurde? Also ich bin sehr, sehr erleichtert, weil, wie gerade gesagt, das war echt keine coole Zeit. Habe ich auch ein bisschen unterschätzt, als ich so früh unterschrieben habe bei der Hertha, weil natürlich Augsburg schon in meinem Herzen drin ist, wo ich eine sehr, sehr schöne Zeit hatte, wo ich habe zwei Augsburger Kinder, ja, war sehr, sehr schön dort. Aber jetzt bin ich einfach froh, dass ich hier bin und kann es kaum erwarten, hier Gas zu geben. Welche Argumente waren in den Gesprächen mit unseren Verantwortlichen schlussendlich für dich ausschlaggebend für deinen Wechsel in die Hauptstadt? Ja, das wichtigste Gespräch war ganz klar mit dem Sandro. Er hat mich eigentlich sofort gehabt. Nach dem Telefonat habe ich sofort meinem Berater gesagt, dass ich sehr, sehr gern Hertha machen will, wenn es funktioniert. Ich hatte echt Glück, dass ich eine gute Hinrunde gespielt habe. Aber nachdem ich mit Sandro telefoniert habe, war mir eigentlich echt klar, dass ich nur hierher will. Aus unserem aktuellen Kader hast du mit Marco Richter und Suat Serdar zusammengespielt. Standest du mit den beiden Jungs im Austausch? Ja, mit Marco sehr, sehr oft in Kontakt gewesen. Auch weil seine Eltern gut mit meiner Familie sind. Ich verstehe mich unfassbar gut mit ihm, habe natürlich viele Tipps von ihm gekriegt und er hat sich, glaube ich, jetzt, wenn er es nicht gespielt hat, hat er sich richtig gefreut, dass ich komme, dass ich jetzt im Winter schon komme. Suat hat mir tatsächlich auch geschrieben. Wir hatten ja nur eine kurze Zeit in Mainz miteinander. Ich habe 3,5 Jahre mit Kempf zusammengespielt in Freiburg. Das war noch einer, mit dem wo ich sehr viel gemacht habe in Freiburg. Darum freue ich mich echt unglaublich, nicht nur auf die drei, sondern auch auf alle anderen Jungs, dass ich sie jetzt dann kennenlerne. Gibt es darüber hinaus auch Schnittmengen zwischen dir und Hertha? Also hast du dich auch noch mit anderen Wegbegleitern über unseren Club ausgetauscht? Tatsächlich habe ich mit Mike Franz, den habe ich im Winterurlaub getroffen. Und dann habe ich gesagt, dass ich mit Hertha in Kontakt bin, dass es sein kann, dass ich hinwechsle. Und er hat auch sehr geschwärmt, er lebt auch hier in Berlin. Er hat gesagt, er wird sich wohlfühlen, auch wenn natürlich München, Augsburg ganz was anderes ist wie Berlin. Aber ja, ich freue mich jetzt unheimlich, muss mir ein bisschen zusammenreißen mit der Sprache, weil Oberbayerisch und Berlinerisch ist, glaube ich, dann ein bisschen was anderes. Von Industriekaufmann über die Landesliga in die Bundesliga, sagen wir mal so, es gibt sicherlich typische Karrierewege. War die Bundesliga zu jeder Zeit noch dein Traum? Ich war ja damals, glaube ich, 17, 18 und 19, wenn du da noch in der Landesliga, Bayernliga spielst, zeitgleich eine Ausbildung als Industriekaufmann machst. Hätten mich viele ausgelacht, wenn ich da von Bundesliga oder von irgendwas geredet hätte. Ich hatte damals eine coole Zeit, ich hatte auch riesig Spaß in dem Job, aber als dann Unterhaching kam, mir einen Profivertrag angeboten hat, wollte ich das unbedingt machen. Und damals auch in der dritten Liga habe ich niemals damit gerechnet, dass ich vielleicht mal in der zweiten Liga spiele. Als ich dann in die zweite Liga gekommen bin, hätte ich nicht geglaubt, dass ich in die Bundesliga komme. Und jetzt bin ich, glaube ich, ist mein 8. Jahr in der Bundesliga, sechstes, siebtes, achtes Jahr, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ist schon Wahnsinn, wenn man sieht, was ungefähr vor 10 Jahren war und was jetzt ist.
ja, schon ein cooler Film, wo da gemacht wurde. Und nun hast du schon knapp 200 Bundesligaspiele auf dem Buckel, hast auch schon 65 Scorerpunkte verbucht. Also deine Qualitäten vor dem gegnerischen Kasten sind lange schon kein Geheimnis mehr. Aber vielleicht kannst du deine Spielweise mal charakterisieren. Wo sind deine Stärken? Also ich glaube, ich bin ein Spieler. Also erstmal rede ich nicht gern über mich, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin ein Spieler, glaube ich, so ehrlich kann es sein, der wo da, wo er unterschreibt, wo er unter Vertrag steht, für den Verein gebe ich alles. Ich glaube, das werden auch die Fans schnell merken, dass da vorne ein Spieler ist, der wo sich für einen Club zerreißt, der wo von der Physis her alles ergibt, was in ihm drinsteckt. Wenn es dann natürlich mit Toren und Vorlagen auch klappt, ist natürlich umso schöner, wenn man Stürmer ist. Aber ich glaube, ich bin ein Junge, der wo alles gibt. Und ja, hoffe natürlich trotzdem, dass ich viele, viele Tore mache für den Verein. Beim Blick auf deine Statistiken ist uns zudem natürlich auch ein kurioser Fakt aufgefallen, mit dem du es geschafft in die Geschichtsbücher der Bundesliga geschafft hast. Du wirst sicherlich wissen, wovon wir sprechen. Ich weiß es, ja. Schnellste gelbe Karte in der Bundesliga. Es ist mehr als ein kurioser Fakt oder wirst du oft darauf angesprochen? Oder? Also in jedem Interview, also in jedem nicht, aber in jedem größeren Interview kommt die Frage oder der Satz auf alle Fälle. Ja, ich wollte halt auch irgendwo einen Rekord haben und auch, das ist die schnellste gelbe Karte. Nee, Spaß beiseite. Ja, war halt damals so, war mein Ex-Verein Mainz. Ging relativ schnell, da war der Ellenbogen im Gesicht vom Gegner. War nicht gewollt, aber ist passiert. Ob ich jetzt glücklich darüber bin, weiß ich nicht, aber wenigstens wird darüber gesprochen. Apropos Mainz, als du beim FSV gespielt hast, war auch ein gewisser Sandro Schwarz Trainer der zweiten Mannschaft. Hattet ihr damals schon Kontakt? Es war so, dass die Profis und die Amateure so im gleichen Zentrum waren. Von dem her hat man sehr oft Kontakt. Ich habe dann auch öfters mal, hatte in Mainz die erfolgreichste Zeit, habe dann oft Berührungspunkte auch mit den Amateuren gehabt, habe mal mittrainiert, habe mal gespielt. Wenn wir untereinander ein Testspiel hatten, haben uns oft gesehen, haben oft miteinander gesprochen. So, wie wir uns gesehen haben, gegeneinander gespielt haben, hat man immer guten Kontakt. Und ja, er war schon ein großer Faktor jetzt auch, habe ich ja vorhin gesagt, dass ich hierher komme. Auffällig ist auch zudem, dass du deine fast bisherige Laufbahn komplett in Süddeutschland verbracht hast. Du hattest die Sprache schon angesprochen, nun folgt der Schritt nach Berlin. Wie intensiv hast du dich auch schon mit unserer Hauptstadt beschäftigt, unabhängig von der Sprache? Ja, es war natürlich jetzt, wo ich gemerkt habe, dass vielleicht schon im Winter klappt, habe ich natürlich schon nach einer Wohnung geschaut jetzt, weil ich bin ein großer Familienmensch, ist für mich das Wichtigste, was es gibt. Ich habe zwei Kinder, eine super Frau und ich will natürlich, dass sie so schnell wie möglich hochkommen. Darum werde ich da Gas geben, dass ich so schnell wie möglich was finde. Ich hatte natürlich Kontakt mit Marco, die haben natürlich schon gute Restaurants empfohlen, gute Ecken. Von dem her freue ich mich jetzt, die Stadt zu erkundigen. Ich glaube, der Zoo wird schnell vorkommen. Natürlich will ich so schnell mit meinen Kleinen hin. Wenn sie nächste Woche kommen, werde ich wahrscheinlich vielleicht bald hingehen. Und ja, freue mich jetzt. Ich hoffe, dass wir 2,5 wunderschöne Jahre haben, solange ich jetzt hier Vertrag habe. Und wird alles dafür tun, dass wir, ja, dass wir beide Seiten viel Spaß haben. Die Frage darf natürlich nicht fehlen. Welche Ziele hast du dir persönlich, aber auch mit der Mannschaft gesetzt? Ja, persönlich will ich natürlich so viel spielen wie möglich, ist ganz klar. Will so viele Tore und Vorlagen machen. Aber ich bin ja ganz ehrlich, ich bin jetzt 32. Ich werde wahrscheinlich kein Nationalspieler mehr werden, werde nicht noch zu Arsenal oder irgendwo hinwechseln. Darum ist für mich am wichtigsten, dass wir Erfolg haben. Und wenn ich vom Tor spiele, ich lieber 5-mal quer und ein anderer macht ein Tor. Das ist für mich wichtiger, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben. Ich will natürlich so schnell wie möglich einen Klassenerhalt schaffen hier im Direkten. Und das sind jetzt schon die ersten Ziele, die wir haben sollen und ich persönlich. Und ja, da werde ich alles dafür tun. Du hast gesagt, du kannst es eigentlich kaum erwarten, loszulegen. In welchem körperlichen Zustand bist du? Wie fit bist du aktuell? Ja, es ist leider im letzten Testspiel gegen im Trainingslager mit Augsburg habe ich mich leider ein bisschen verletzt. Ich glaube, ich darf sagen, ich werde glaube ich am Wochenende nicht spielen können. Es ist nichts Schlimmes, ganz eine kleine Verletzung, aber jede Verletzung braucht eine Zeit und darum werde ich wahrscheinlich oder sicher am Samstag nicht spielen können. Gestatte uns zum Abschluss nochmal eine private Frage. Wie verbringst du die Zeit abseits des Fußballplatzes? Also welchen Hobbys gehst du nach? Stichwort Schafkopf.
erstmal das größte Hobby sind eigentlich meine Kinder, weil wenn man zwei Kinder daheim hat, hat man nicht mehr so viel Zeit, dass man vieles anders macht. Ich werde das Eishockey natürlich ganz oft gehen, weil ich ein großer Eishockey-Fan bin. Schafkopf hast du ja bereits angesprochen. Ich glaube, dass wir hier keine Schafkopfrunde zusammenbringen, weil ich gar nicht weiß, wie viele Spieler die bayerische Karten lesen können. Von dem her, ja, war natürlich auch ein großes Hobby. Gestern wäre ich zum Beispiel auf einem großen Schafkopfturnier gewesen in München, vom Sky-Moderator, vom Leopold, ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber natürlich hat es jetzt Wichtigeres gegeben und Schöneres, dass ich hier hochfahren kann. Ja, aber wenn es welche gibt, dann spiele ich gern mal eine Runde hier und sonst muss ich halt heimfahren ins schöne Bayern und dann werde ich da definitiv oft spielen. Alles klar, vielen Dank. Ich freue mich, danke auch, auf eine schöne Zeit. Danke. Danke.